Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört. Und nun werden wir uns zu diesem Sklavenschiff aufbrechen. Und dann versuchen die Zeuten. Mal gucken, wie es abläuft. Wir versuchen natürlich erstmal Stealthy, aber wenn es nicht anders geht, müssen wir natürlich laut rein. Aber ich glaube, da müssen wir eher mehr aufpassen, weil da auch Sklaven sind. Nicht, dass die erschossen werden oder so. Falls wir einen Fehler machen. Also versuchen wir es richtig stealthy, deswegen haben wir auch gepennt, damit es nachts ist. So, mal gucken. Oh shit, nicht du. Weg, 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 weg. Fahr mich hier lang. Okay, gut, der war weiter weg anscheinend, sonst ist der angegriffen. Nehm mit, nehm mit, nehm mit. So. Okay, wir haben ja gesagt, erst oben, dann unten. So hat es ja, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Oh, lol. Zack, nehmen wir mit. Können wir außen rum? Ne, können wir nicht. Okay. Dann fahren wir. Boah, Alter. Ja, das reicht schon. So. Auf dem Hügel versteckt und jetzt müssen wir einmal nachgucken, wenn ich darauf komme. So. Also hat sich nachts irgendwas verändert zu tagsüber. Okay, wir haben dann eine Fackel. Da sehe ich nichts. Okay. Also nicht so viel verändert. Die Wachen sind wahrscheinlich mehr drin. Oder sind wahrscheinlich nur solche zwei Schlafmützen wieder, die einfach nur rumsitzen. So, da wollen wir rein. Okay, da kann ich nicht versprechen, dass es komplett leise sein wird, aber wir geben unser Bestes. Wir können hier hoch, den dann knocken, von da weiter spielen, oder wir gehen von rechts lang. Genau. Geradeaus wäre natürlich Selbstmord. Versuchen wir es mal links rum. Gucken, wie das wird, wenn wir natürlich da überhaupt ankommen. So. Nehmen wir mal die Messer in die Hand. So. Achso, da war eine ganz kurze Stufe aus Metall, okay. Was haben wir hier gefunden? Vorsichtig. Okay. Hier steht aber auch keine Waffe. Waffe, ja moin. Wache, die uns vielleicht auf uns snipen würde. Auch sehr wichtig. Gut. Das Licht ist halt scheiße da oben. Charlie wäre einfach zu heftig. Aber da geht so viel Damage weg. Und dafür müssten wir gefühlt die AK aufgeben. Da hätten wir keine gute Kampfkraft für viele Gegner. So. Kurz so schnell speichern. Das, falls wir verkacken, können wir direkt wieder laden. So, erstmal hier prüfen. Hier mit. Wow, nur ein Shot. So, was hast du? Ah, Licht, glaube ich. So. Eins, zwei. Gehen wir noch höher. Ich glaube, das Timing ist gerade gut. Der ist nach rechts weggegangen. Oder nach vorne. Mir egal. Muss schneller gehen. Deswegen will ich es nicht so laut machen mit Killen. Zack. Da hinten ist einer. Da ist Feuer, müssen wir aufpassen. Bewegbares Licht. Das ist scheiße.
So, einer noch hier oben, drei da unten. Ja, kapiert. Okay, versuchen wir den jetzt mal wegzustecken. Kann er hier hoch? Nee, ich wollte gerade sagen. So, schnell vorbeischleichen. Ich glaube, wir kommen gut gerade mit dem Licht zurecht. Genau, wenn es dann wieder nach rechts geht, können wir genau perfekt da durchgehen. Also schon mal gutes Timing. So, Licht, bitte nach rechts. Und ihr bleibt da unten, dann passt alles. Perfekt. Hört mich mit. Ne, gehen wir mal ganz außen rum. Ach, Scheiße. Ich dachte, wir stehen von da oben. So. Weg mit den Viechern. Müssen wir ganz leise hier rein. Und den. Zack. Das war der richtige Sniper. So, das Licht ist ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, wenn wir ausweichen, sollte das gut gehen. Oh, ein Laser. Das Licht kommt schon relativ nah, genauso wie das. Aber jetzt wird's eng hier ein bisschen. Messer machen das auch nicht kaputt, glaube ich, oder man braucht sehr viele Hits dafür. Drei Nahkampf-Hits waren das beim letzten Mal. Da unten sitzt auch einer, okay. So, jetzt die Frage, ist das ein automatisches Sicherheitssystem oder ist es mehr scheißegal, von wegen ist nur Licht und nur die Gegner sehen dich dann früher? Aber na gut. Schnell Licht aus. Nehmen wir mit. Fehler. Gut. So, minus 3. Beziehungsweise schon 4. So, und jetzt nur noch die Boys da unten. Dann sollten wir eigentlich komplett geklärt hatten. Geklärt hatten, ja, moin, geklärt haben. So, jetzt noch den hier, damit er die Leiche nicht sieht. Okay. Den Zugang kaputt machen. Okay, den da zu killen wäre nicht schlau. Komm an, Junge, beweg dich. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit, weil es schon 2 Uhr im Game. Genau. So, das Licht geht jetzt auch langsam weg. Das ist gut. So, und das Licht kommt wieder oder weg? Geht, glaube ich, weg. Genau. So, jetzt steht der. Ich dachte schon. Hinten auch hier runter. Bin immer so weit weg, ey. Der Hell, da ist ja noch einer. Okay. Wo ist überhaupt der Strom Zugriff hier drin, damit man die einfach alle ausschaltet? Hm, scheiße. Okay, runterrutschen wollte ich nicht.
Aber das Licht kommt bald wieder. Okay, wir müssen jetzt schnell überlegen. Ich glaube, wir sollten erstmal von hier anfangen. Die Typen killen, damit die meisten erstmal weg sind. Dann der Letzte, der ist ja noch am Spazieren gehen. Der kann auch ruhig mehr spazieren gehen. Es funktioniert nie, wie man es will. Ah, der gibt schon auf. Okay. Ja. Am Ende ist es immer noch die Lösung, ne? Die schnellste. So, bitteschön. Damit habe ich ihr das Leben gegeben. So wie alle anderen, die nicht aggressiv waren. Gut. Ja, schade. Fast perfekt. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt den einen mit dem Messer kill. Der eine dreht sich um, aber er geht noch zu Ende und wird versuchen, dann erst zu checken. Oh, da liegt ja was. Und dann werfe ich das nächste Messer, dann ist der auch down und dann den letzten hier unten, weil er erst länger braucht, bis er sich von da umdreht. Ja, leider nicht, ne? Ja. Man kann nicht alles haben. So. Aber am Ende hätte ich auch einfach komplett so reingehen können. So, jetzt die Frage, was hat das getan? Keine Ahnung. Gut. Also ich sehe die Verbindung nach da oben und dann nach da und natürlich nach da hinten. Ich weiß nicht, ob sich dadurch was geöffnet hat, weil es jetzt rot ist. Vielleicht die Tür, aber nur vielleicht. Vielleicht war sie auch schon offen. Egal, wir haben es betätigt. Ich habe auch die Vermutung, dass es vielleicht Alarm oder so. Keine Ahnung. Naja. Jetzt können wir das ja ein bisschen mehr looten. Dafür haben wir keine Muni mehr. Okay. Den haben wir noch nicht mal verbessert. Leck mich am Arsch. Billige AK in der Hand. Nicht gut. So, das sieht auch gut aus. So, hätte denn einer für mich eine verbesserte AK, die ich nicht kaputt mache, sondern einfach nehme? Besser als nichts. So, ich möchte gerne auch noch hier rauf. Zack. Hier auch nochmal. Ah, ein Tagebuch. Sieh mal an. Hier war ich anscheinend vorher nicht. Verkohlte Notiz. Alles klar, lesen wir später. So, dann tauschen wir unseren gegen den hier ein. Der hat wenigstens einen langen Lauf. Mehr aber auch nicht. So, und jetzt ab zur Seilrutsche. Falsche Waffe. Hiervon müssen wir uns noch ein bisschen Muni craften. Machen wir das mal schnell, bevor wir da reingehen. Zack. Drei davon. Vier davon. Einen weg. Einen dazu. Oder mache ich noch einen? Mach ich noch einen. Ich glaube, da drinnen wird es noch leiser zugehen, deswegen brauche ich vielleicht mehr Versuche, schneller zu werfen. Ich wünschte, man hätte mal zwei Visier, außer dieses Nachtvisier. Oder mal vier. Oh, ich habe einen grünen Laser jetzt frei. Nice. Aber ich glaube, das war für den hier der grüne Laser. Ja. Naja, gut. Ach, vergessen, man kann die ja so ausstatten. Naja, gut. Zack. Ne, machen wir da hier den roten. Hier den grünen. Schade, dass es nicht für jede Waffe einzeln so eine Freischaltung gibt. Mal vier Visier. Kann man nicht auf Charlie machen? Ja. Boah, minus 3 Schaden. Der macht ja damit gar keinen Damage, ey. Ich hätte lieber Revolver mit, oder nee. Geht die Sniper nicht mit Shelly? Ach man, wieso nicht? Ich hätte so gerne die mit Shelly gespielt. Weil dann hätte ich eine für laut genommen. Und eine vielleicht leiser mit vielleicht nur mal 4. Gibt's das hier? Nee, ganz schade. Aber wahrscheinlich ist das wegen dem weggenommen. Dennoch hätte ich dann lieber so gemacht. Das wäre echt nice gewesen. Zack. Perfekt. So, Jungs.
Kann man Licht ausmachen? Kann man nicht. Gut. Speichern. Und dann rein da. Zack. Gib ihm. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh, viele Pieper. Schnell ausmachen. Beide. So. Kompass, sag mir an. Zwei Gegner. Ein da. Hört man nicht, alles gut. Да не, бля, не должна. Ну если никакая сука грабли совать куда не надо, не будет на. Дай ключ на 16. Ща, тут был. Окей. Лот. А, сука, там оставил. Ну, бля, метнись тогда, раз накосячил. Ащ. Zack. Boah, Shotgun habe ich auch schon länger mehr gespielt. Noch eine. Ja, gefährlich. So, kurz. Nein, nicht den. Das wäre auch geil, wenn es für den Upgrade gäbe, für Nachtsichtvisier. Am besten ein- und ausschaltbar. So. Ja, okay, also es ist auf jeden Fall viel crispiger, so wie es da steht, dass es das einmal viel verschärfter macht. Wenn man das mit einer höheren Stufe nimmt, das Nachtsichtvisier. So, Öhrchen. Ich sehe alles, Leute. Boah, Junge, geil. Transparenz, ey. So, da vorne irgendwo. Das. Die Lichter können wir nicht ausmachen. Ich hoffe, ich fliege nicht auf. Geht das so? Gib mir mein Messer. Ey, ich krieg mein Messer nicht. Schiebung. Warte. Oh. Ah. Easy. Kein Messer wird zurückgelassen. Dann halt nochmal eine Runde drehen. Ehrenrunde. Aber ich gehe jetzt mal hier runter. Ich will sehen, was hier unten ist. Aha. Ich glaube, das wäre der Weg, wenn wir hier vorne reingegangen wären und nicht über die... Das macht Maus. Ja, ganz genau. Das wäre der Weg von hier unten gewesen, einfach rein. Boah, Alter. Ist auch ein stärker Defizit hier. Holy shit. Gut, da haben wir den Weg schon mal hier unten geklärt. So. Dann also wieder ab nach oben. Glas können wir leider nicht mit unseren Messern kaputt machen. Finde ich schade. Die bouncen nämlich so nice danach wieder ab. Jetzt will ich noch einmal den ausmachen. Er hat doch erwähnt, dass wenn man den nicht ausmacht, oder wenn keiner den anrührt, passiert auch nichts. So, dann... Wo macht man den denn aus? Geht nicht? Oh. Nee, das war nur die Leuchte. Geht auch nicht. Okay, versuchen wir das mal oben. Oder andere Seite nochmal. So. Weil wenn wir das schaffen könnten, das ist ja Licht für die. Easy. Aber ich sehe nichts. Nee. Wahrscheinlich müssen wir auch hoch. Schade. Wäre natürlich zu einfach gewesen, direkt hier Licht auszuknüpfen.
Da war Licht. Aha. Okay, hier sind also die Sklaven, die ihre Arbeiter. Genau, jetzt haben die zugesperrt. Gut, das heißt, hier hängen welche zum Spaß oder die, nach deren Meinung es verdient hätten. Und die lassen sich dann hier abgehen, okay. Gut, alle ausschalten und die Sklaven befreien, okay. Ist natürlich eine ordentliche Herausforderung. Понятно дело, эта падель ворочается. А с нас потом спросят, чем ли учим их плохо. Че, прикидываешь, что реально хуже, чем в том году выйдет? Тут, мля, за них все хорошо, если тонн 5 воды дадут. А, für was arbeitet man, okay. Сюда вернется, а у нас тут реально жопа назревает. Ну, мля, прикинь, реально, беспонтовая тема. Точнее, надо было с братовой двигать. Не, ну реально, была маза подняться, а тут такой облом. Эмля, чё вообще такое там? Эмля, засада. So. Warten wir auf das erste Opfer. Was daran geht, sofort mit Messer oder mit Hand, je nachdem, was es verlangt. So Leute, ihr müsst doch mal gucken, oder habt ihr keinen Bock dazu? Oh, das ist auch einer. Jo. Okay, da hinten läuft er noch rum. Ich weiß jetzt nicht, ob er hierher kommt. Ein bisschen kurz warten. Ist aber schon ein Stück weg, wa? Ja, ne, der kommt nicht her. Okay, die geben mal so einen Fick auf Licht. Gut, dann ist mal sehr, sehr faul. So. Fuck, Junge. Ui. Oh, Alter. Das wollte ich einsammeln. Gott. So, Freunde der Sonne. Gucken wir mal. Boah, schöne Sicht. Nur, dass es ein bisschen zu hell ist. Ich hätte es gerne gehabt, dass es vorne auch so schön dunkel bleibt. Und das nicht zu hell ist. Damit man auch sowas zum Beispiel sieht und erkennt. Bitte was? Mich haben gerade alle? Okay. Das ist das Problem. Wir sehen zwar mehr, aber wir sehen nicht, ob wir erkannt werden, außer durch den Sound. Oh shit. Wir haben noch einen Köder. Wir hatten gerade Glück gehabt. Okay. Problem ist, wir können die halt nicht ausschalten, solange sie reden, dann weiß der andere Bescheid. Sehr, sehr viele hier. Also einfach alles niederballern wäre natürlich viel leichter. So, wo geht der Typ hin? Darauf. Schwer. Okay. Wie gesagt, wenn wir hier jetzt gesehen werden, ist halt am schlechtesten, weil wir genau im Kreuzfeuer sind. Da würde ich ja lieber zurück in alle abknallen, da hätten wir noch Deckung. Gehen wir den Weg.
Чего? Эй, братуха, видел ща? Что давай видел, брателла? Shit, eine Sekunde, glaube ich, zu lang gebraucht. Ja, ein bisschen Glück muss man auch haben, ne? Boah. Nehme ich mit. So, jetzt müssen wir wieder Geduld beweisen. Oh, okay. Bitte sehen, nicht mit deinem Licht. So. Danach würde ich sagen, raufklettern, dann rauf. Dann versuchen wir, den da oben erstmal wegzusnacken. Und dann vielleicht die Toren öffnen, dass die Sklaven mitkämpfen oder so. Der Hell und jetzt wohin? Hör auf. Warte, ist das nicht dasselbe, wo wir waren? Leck mich doch. Okay, also war ich schon richtig unten. Das heißt, das ist eigentlich der beste Weg gewesen, hier runter zu springen und dann da lang zu gehen. Oh, was übersehen. Und stattdessen habe ich den beschisseneren Weg gewählt und dann nochmal den Kreis schließen, dass wir zurückgehen, wo man war, ne? Oh Mann. Unlucky. So, Kumpel, wo gehst du jetzt hin? Alles klar. Wo muss ich überhaupt lang? Das ist mein Problem gerade. Ich kann es halt nicht erkennen. Ach bitte. Scheiße. Muss werfen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie? Wie habe ich gerade so viel Glück gehabt? Рабов вообще не учим ни хера. На вышке половина в первую неделю кони двигает. На водокачке тоже дохнут как мухи. Короче, воду и соляру нам в половину зарежем. Эх, все бы мля нахазали, накатить чисто как надо. На. Minigun. Okay. Der hat beide seiner Sklaven kämpfen lassen. Der Gewinner wahrscheinlich hätte weniger bekommen oder noch mehr aufs Maul. Oder eine Belohnung. Warte mal. Boah, kurz einmal Finger knacken. Ich bin eingeschlafen viel zu lange, wie ich Steuerung drücke. Ja, knapp eine halbe Stunde, not bad. So, kommen wir da hinten durch, aber da ist Licht, ne? Ehrlich. So, okay, das ist ein anderer Eingang als der da hinten. Wo geht der hier hin? Achso, einfach nur hier rüber statt übers Licht, okay. Wahrscheinlich läuft der eine, der von draußen kommt, hier durch. So. Gott. Da kann man runter. Da gehen wir nicht runter. So, der eine Kumpel will ja mal hier lang gehen, ne? Der sitzt da hinten. Ich
So, jetzt müssen wir uns geduldigen, bis er genau hier steht. Dann guckt er wahrscheinlich in die Tür da rein und dann holen wir uns den. Nice. Nur beim hier reingehen müssen wir kurz nach hier rechts gehen. Back. Kostenlose Molotow-Flaschen. Und hier werden wir trotzdem nicht gesichtet durch das Licht hier. Wundert mich natürlich ein bisschen. Aber naja, gut. Vielleicht dann so programmiert. Gut, dann nehmen wir jetzt den hier weg. Dann haben wir eigentlich die wichtigen Typis weggeballert. Und dann können wir noch in der Mitte den einen holen. Ah, du willst essen, hat er gesagt. Okay, hier, nimm das mal. Schmeckt auch sehr gut. Im Nachhinein. Zack. So. Dann noch das hier. Und... Gut, da kommt, glaube ich, jetzt einer hoch. Den kennen wir auch noch, das ist gut. Nicht. Okay, damit können wir befreien, glaube ich. Okay, puh. Ich muss kurz einmal niesen. So. Ja, das bringt nichts. Ich würde sagen, versuchen wir mal vielleicht die Leiter hier runter zu klettern. Weil hier geht nichts. Okay. Пацаны там гуляют, а ты тут стой. Сучество это. Не по понятиям. Gefährlich. Okay, versuchen wir es trotzdem. Ich glaube, hier sollten wir nicht hin, oder? Nee, hier sollten wir wirklich nicht hin. Boah, war knapp. Aber hier ist auch der Kontrollpunkt. Wo ist... Wo zum Teufel ist denn hier der Kontrollpunkt zum Öffnen? Ups. Folge den Kabeln, würde ich sagen, oder? Ja. Da oben ist aus. So. Auch nicht. Okay. Komisch. Hier hinten? Auch nicht. Muss ich selber runtergehen und jeden einzelnen öffnen? Okay, pass auf, dann... Einmal kurz hier hinten noch prüfen. Oder ist er doch in dem Raum da unten? Komisch. Okay, versuchen wir erstmal den einen zu killen hier draußen. Dann räumen wir Stück für Stück auf. Vielleicht ist es ja auch das Ziel. Ja, man kann auch Seil rutschen. Zack, da ist der eine runtergeflogen. Haben wir Glück gehabt. Ah. Hier ist er. Gut. Ja, wir müssen die hier dann auch töten. Und dann nochmal. Dann einfach schnell viele Messer werfen. Ist das eine offene Tür? Eine Idee. Что-то херь какая-то упала вроде. Надо проверить.
Вот, сука, накидает дерьма всякого, а ты потом бегай на... Это чё вообще? Ты смотри! Братки, нали... Tja. Am Ende fehlt das eine Messer. Zweimal verkackt. Ich achte ja immer auf den Laser, wie ich werfe. Das Ding ist immer, der ist gefühlt weiter rechts von dem. Ah, das war die Tür. Ja, wäre besser gewesen, ne? Ein Messer und ein Schlagen. Ja, egal. Beim nächsten Mal halt besser, ne? Hätte ich auch machen können, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal auf die schnelle Methode. Tja, das kommt dabei raus, ne? So. Kumpel. Nummer 1. Alter! What the fuck? Ah, er ergibt sich. Ja, ich komm raus, warte. Dich knock ich persönlich. Komm, rein mit dir. Ich wollte gerade sagen. So. Sag dir, das geht ja am schnellsten so. So, zack, zack, zack. So, leg dich hin, du hast Glück gehabt. Naja, nicht wirklich, wenn die Sklaven draußen sind, machen die dich fertig. So, wo war die eine Waffe? Die war doch gerade hier so im Visier. Come on. Ah, okay, dann ist es verbuggt. Dann ist es doch. Das können wir nicht ändern. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir da runter können. Oder sollten. Ich habe das Gefühl, wir sollen da nicht runter. So. Wo ist mein Messer eigentlich? Das erste. Das wollte ich eigentlich mitnehmen, deswegen war ich ja da in der Mitte gerade. Mein erstes Messer. Wo ist das hingefallen? Okay, die verschwinden einfach und die Leiche ist natürlich nach unten gefallen. So. Gehen wir nach oben. Und öffnen einmal. Erstens auch ein, das erste Mal der Easter Egg. Hier ist die... Erste Frau anscheinend aus diesen, keine Ahnung, wie ich es nenne, so Stamm oder so, oder aus diesen Leuten, die wir hier treffen. Vorher war ja noch bis jetzt noch nicht eine. Deswegen hat sich auch dieser Saul beim ersten Mal, weil er die gesehen hat von unserer Gruppe, hat er gesagt, oh mein Gott, eine Frau. Aber ist sie tot? Nee, ist sie nicht. Ja, die hat, glaube ich, kein gutes Leben. Naja, jetzt sollte es aber besser werden, ne? Gut, dann einmal öffnen. So. Sehr schön. Die gehen da unten lang. Boah, die ganzen aufregenden Leichen, ey. Irgendwelche Pieper hier. Da vorne irgendwo. Hey, muss auch raus. Wie kriege ich dich da raus? Irgendwo hat er hier doch gezogen, ne? Irgendwo hast du hier gezogen. So, das war ja das eine. Kann ja natürlich da hinten in der Tür sein, aber ich glaube, das war genau hier. So, Freiheit, Kumpel. Komm on, aufstehen. Ich weiß nicht, wie ich nach da ganz unten komme, aber naja. Magazin, okay. So, Kumpel, raus da.
Nee, der will erstmal über das Leben nachdenken, na gut. Hier überleg aber nicht zu lange, sonst kommen noch irgendwelche anderen Leute und dann kannst du nicht mehr über das Leben überdenken. Ah, hier ist der Ausgang. Das Lustige ist, wieso kann ich nicht die Tür... Okay, vielleicht habe ich sie nicht gesehen, aber wieso habe ich sie nicht vorher benutzt? Naja. Weiter nach hinten? Ja. Okay. Gut, das Bildchen haben wir jetzt freigeschaltet, das ist gut. Sklaven frei. Gut. Dann haben wir schon mal das abgehakt, das ist doch schön. Gut, das mittlere haben wir auch abgehakt. Ich würde sagen, da wir nicht zu weit weg können und unser Auto da hinten steht, ich glaube, lassen wir das mal. Warte mal, ich gehe mal hier vorne kurz fahren. Ich hoffe, da ballert jetzt niemand auf mich. Speichern. Boah, nicht nochmal von vorne. So. Okay. Nee. Gut. Gehen wir zu unserem Auto und dann fahren wir zurück zur Lok, um zu berichten. Und dann, würde ich sagen, machen wir noch die letzten Dinge da hinten. Oder, naja, eigentlich sind das ja schon die letzten, ne? Fuck it, wir ziehen es durch. Wir nehmen jetzt den oberen Punkt, dann nach unten die drei Fragezeichen noch und dann gehen wir zurück. Da haben wir alles in einem. Vielleicht können wir danach einfach direkt schon durchballern. Deswegen beeile ich mich jetzt mal ein bisschen. One jump, nice. So, rein hier. Okay. So, hier rum können wir nicht fahren. Bester Weg. Nach rechts, durch, hoch, runter, fertig. Alles klar. Gut. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo andere Sklavencamps gibt, die wir befreien können. Bei den letzten vier Punkten. Was ist denn das hier? Boah, sag mir nicht, das wäre der Generator gewesen oder so auch noch. Das wäre echt heftig. So. So, einmal durch hier bitte. So, wir sehen schon das gute Stück da hinten. Ah, man kann kein Fernglas hier benutzen, okay. Hier fehlt... Oh mein Gott, die deutsche Sprache. Hier führt ein Weg runter. Jetzt die Frage, ist das der Weg zum Fragezeichen? Ja, ist er. Okay. Sind das Menschen oder Puppen? Ich lasse mal das Auto hier, falls was passiert. Speichern. Jetzt auf jeden Fall immer. Erstmal Waffe weg. Nee, 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 das da sind Puppen und da ist wirklich einer. Ist das ein feindlicher Typ? Oder ist das Saul? Wer ist das? Habe ich gespottet? Noch nicht. Где этот Саул кретин катается? Машина у него, понимаешь? Когда это я ему машину давал? Не помню. Он же идиот. Просто идиот. Так, was macht der alleine hier draußen? В замке двойник. Двойник в замке? А я тут сижу. Сколько можно? Тоже мне план. Лол, ты echt? Двойника убьют, оборон в безопасности. А зачем допускать? Зачем я послушался? Он же кретин. Зачем я его слушал? Не помню. What the fuck? Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Лол, ты echt? Ist einfach hier. Портрет из двойника рисуют. Кретины. А я сиди тут. Ох, Саул. Нет, так больше нельзя. На ковер его, кретина. На ковролин. Так, сфлеш мне когда. Охрана. К
Как Саул появится, сразу ко мне, ясно? Ко мне, этого кретина. Ты их durchgedreht, wir reden mit den Puppen. О, привели, наконец. Ну и убирайтесь, кретины. Хотя, стоп. Это кто вообще? А, из гастролёров. Ja. Ладно, идите. А мы пообщаемся. Ну, молодой человек, теперь мы можем поговорить, сняв маски. Не ожидал увидеть меня здесь. Неудивительно, неудивительно. Нет. Никто такого не ожидает. Саул, хоть и кретин, иногда проявляет изобретательность, ничего не скажешь. Одним ударом переломить хребет сопротивлению, уничтожить ведьму и выявить всех предателей. Отличная мысль. Вот и сижу тут. Не помню сколько. Смотрю на свои владения со стороны. До двойника по радио слушаю. Хорошо выступает, кстати. Даже жалко такого артиста, как подсадную утку использовать. Да. Ну ничего. Она hört sich viel wütend an. У меня тут артистов хоть отбавляй. Видишь портрет? Скажешь, не похож? Не похож, да. Вот этого артиста тоже надо будет убавить. Ну, so, laberst du jetzt die ganze Zeit, was können wir machen? Должен быть как две капли воды, а тут не пойму, что за рожа. И вообще, откуда тут портрет этот? Не помню. Ну и черт с ним. So, was ist denn jetzt? Rede was Wichtiges. Давай лучше о другом поговорим. О поездах. Endlich, come on, come on. Vorangehen. О, давно вас ждем. У нас и на Западе есть уши. Ну, как у вас здесь были. Окей. Ты уж не обижайся. Ваших шпионов пришлось сжечь показательно. За оскорбление священного пламени. А нечего границы переходить. Ясно? Мне можно над этой чушью смеяться. Я ее придумал. Не помню, правда, когда. Но это не важно. Важно, даже я при лохматых держу себя в руках. Okay. А кто позволяет себе публично, публично оскорблять священное пламя? Враг. Так. Ясно? Тоньше надо работать, тоньше. Тогда, может, и сотрудничество наладим. Не зря же вас сюда прислали, а? Это... Ну? Я пристально слежу за вашими действиями и должен сказать, что... Ах, да. Yeah. Все же вы, молодой человек, не особо тонко действуете. Ведьме этой с маяка кто сбежать помог? О, не тушуйтесь, не тушуйтесь. Все это часть плана. Если бы не вы, ее спасли бы люди Саула. Was? Die wollten ihn doch töten. Was glaube ich? Ich glaube, der ist durch, deswegen hat er ihn weggeschickt. Все должно быть натурально. Гюль убьет проклятого барона. Угнетенный народ восстанет. К нему присоединятся новые лидеры сопротивления. Гюль займет место тирана. Ей присягнут многие из его старых приспешников. И тут она, несомненно, наломает дров. Рабов в придачу к свободе ждут голод и жажда. Гюль ведь не знает, каких усилий стоит обеспечивать всех моих подданных хотя бы самым необходимым. Okay. И вот когда они, подыхая от голода, начнут надрывать свои пересохшие глотки, умоляя священное пламя спасти их, воскресну я и спасу. Warten Plan. Nicht komplett beschissen, aber du hast doch nicht ernsthaft, wenn der andere so
gewieft ist und schlau, dass er dich hier sitzen lässt und das Double da hinten, dass er nicht den Platz einnimmt. Aber ich glaube, weiterdenken kann er nicht, deswegen denkt er auch den ganzen Plan der anderen aus nicht, ja. Когда же я это придумал? Отличная ведь мысль. Ну, неважно, неважно. So, bist du jetzt mal fertig, Junge. Das ist der ganze Plan, den hast du mir jetzt erzählt. Gerade habe ich Autosave. Вы, я смотрю, в последнее время не скучали. Boah. Освободить рабов – это прекрасная идея. Теперь... Насладившись свободой в пустыне, без снаряжения, без защиты от мутантов, выжившие поймут... Спрячьте, спрячьте вы свое оружие. А то мало ли что себе охрана возомнит. О, лоли, ритовка. Это правильно, молодой человек. Нам с вами делить нечего. На чем же я... Что еще я хотел обсудить? Вспомнил. Освободить рабов. Leute, die haben echt genau dann so eingefügt, dass wenn einer zielt, dass er darauf reagiert und dann sagt, ach ja, wo war ich noch? Без защиты от мутантов. Выжившие поймут, что им нужно на самом деле. Gut, wenn er jetzt noch eine Stunde labert, muss ich das natürlich rausschneiden, aber wenn nicht, okay, dann sind wir gleich fertig hoffentlich. Ему нужно человеку в сущности немногое. Немного пищи и воды. Защита от пустыни, окружающей нас реальности. И, конечно же, цель. Ага, und nun? Исполнение воли священного пламени. Да. The fuck, ey. Kann man das jetzt weiter erzählen oder nicht? Oder muss ich ihn töten oder nicht? Вы, молодой человек, как всегда меня радуете. Was für? Хочу поблагодарить за блокпост в порту. К сожалению, когда организация достигает определенных масштабов, в ней начинает копиться балласт. No. Некомпетентные, бездарные кретины, не способные целой бандой справиться с одним человеком. Der redet, glaube ich, schon 10 Minuten, ey. Этого ваши действия, молодой человек, не только не нанесли моей организации вреда, но и напротив, избавили ее от балласта, от человеческого мусора. Ага. Искренне благодарю. Ну, молодой человек, спасибо за развлечение. А, фертиг. Надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся, а меня ждут неотложные дела. Ага. So. Ich kann ihn nicht knocken, das wollen die nicht. Okay, komisch. Okay, wenn ich ihn nicht knocken kann, dann... Ah, oder... Boah, wenn ich jetzt nicht save, muss ich von da? Ich habe ja einen Quick-Save, ne? Hm. Aber so oder so musste ich ja hier runter mit ihm reden, das heißt... Normal speichern. Waffe raus. Test. Hey, das gleiche Gesicht wieder. Jetzt ist die Frage, habe ich damit geholfen? Also theoretisch ja. Der hätte die wirklich unterdrückt. Ist halt Märtyrer mit so und so Zielen, aber im Endeffekt war es ja nicht so gut. Wenn er wirklich vorgehabt hätte, Gutes zu tun, hätte er sie besser geführt, anstatt so. Weil so hat, will er sich ja seine Macht einfach nur sich dann begeilen, mehr nicht. So. Wichtig ist aber natürlich, ich hoffe, das hat keine schwerwiegenden Folgen. What the hell? Ein Upgrade für die Sniper. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ein Magazin mit höherer Zahl gefunden. Ich glaube. Hier sind voll viele Bilder, ey. Warte her. So, gucken, gucken, gucken. Ich habe das Gefühl, ich war hier, aber ich war hier noch nie. So, ein auf den. Putzteufel, Vernichtungsbad, Bastler abgeschlossen, okay. Drei Errungenschaften auf einmal. Let's go. Zack, Reparatur. Ja, so wie ich mir dachte, es gibt immer vier Upgrades. Jawohl, Junge. Aber
Der Schaden geht runter. Die Genauigkeit geht runter. Die Stabilität geht runter. Die Schussfolge steigert sich. Das Magazin geht runter. Was heißt das? Das erweiterte Magazin fasst bis zu 15 Patronen. 15? Holy shit. Kombiniert mit einem halbautomatischen Hinterlader erhöht sich die Schussfolge merklich, jedoch auf Kosten der Zielgenauigkeit und des verursachten Schadens. Im Endeffekt hat man 5 Schuss, muss man häufiger nachladen, aber volle Pulle rauf da. Oder du hast 15 Schuss, der Revolver hat 8. Wenn wir jetzt vergleichen, hat das Ding trotzdem mehr Damage als der Revolver, weil dann könnte man dieses Magazin hier nehmen und dann könnte man das als Sturmgewehr rennen. Weil wenn man schnell genug schießen kann, könnte man theoretisch sogar gegen die AK setzen. Warte, ich nehme mal kurz einmal das zum Test einfach nur. Dann nehme ich mal das hier. So, dann gucken wir uns das mal Ding mal kurz mal an. Den hatte ich noch nicht. Das ist, fehlt sogar noch ein Magazin, aber wo? Das muss ja 20 oder 30 Schuss sein. So. Okay, das ist geil. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Geil. Okay. Ja, dann machen wir halt doppelt, ne? Fuck it. Die Muni ist halt aber sehr wenig, ne? Muss man aufpassen und teuer. Okay. Dann machen wir so. Hier will ich nur 2 von haben. Das lassen wir. Da muss man aber natürlich überlegen, ich habe doch schon eigentlich ein One-Shot-Ding, aber das macht mehr Spaß. So. Das machen wir kaputt, das spielen wir ja eh nicht mehr. Das heißt, auf dem Schiff müssen wir mal einmal testen, ob der Revolver trotzdem stärker wäre als die Sniper mit den 15 Schuss. Wenn ja, ist der Revolver besser, aber auch dann trotzdem schlechter, weil das hat 15 Schuss, der Revolver hat nur 8. Und er schießt langsamer als die, das heißt, die wäre trotzdem besser. Nur die Muni ist halt viel teurer, aber wir haben 1100 Teile, ich glaube, das reicht bis zum Ende des Spiels locker. So. So. Jetzt schon eine Stabilität verloren, nach den paar Schüssen. Okay, das ist schon mal der Nachteil. Wie gesagt, wir lassen es mal bei dir. Schade, dass der Schaden nicht steigt mit einer Kugel. Das wäre so geil, dass das so voller Damage wäre wie eine Shotgun. Dann wäre sogar die Waffe sogar genauso gut wie die Elektrowaffe. Na gut. Dann lassen wir das mal so erstmal. Der Test kommt noch. Uns fehlt ein Magazin hier und ein Magazin da, außer die haben gesagt, hier gibt es nur 3. Aber ich habe das Gefühl, es muss noch einen 60 Schuss hier geben und dort drüben nochmal einen höheren oder eine andere Variante. Vielleicht dazwischen beide Welten vereinigen oder so. Na gut, genug gelabert. Das ist geil, okay, dann war ich hier wirklich noch nicht. Weil ich konnte mich echt nicht erinnern, sogar aus dem früheren Run, dass ich mit dem geredet habe. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn killen kann. Egal. Ich glaube, ich weiß, was ich da mache. So, machen wir hier erstmal Stopp. Und dann werde ich mir einmal kurz wieder nachforschen, so wie das einmal mit dem Höhlen-Ding, wo wir hier ganz oben links waren, wo ich nicht wusste, warum ich nicht rein kann. Deswegen werde ich nachforschen, ob man den überhaupt killen durfte oder nicht. Falls man nicht durfte, werde ich einfach neu laden, dann treffen wir uns genau wieder hier. Aber dann lasse ich ihn halt leben. Ansonsten bleibt er halt tot, dann sind ein paar Menschen schon mal gerettet, dann ist der Plan noch weg. Aber ich glaube, der Saul will sowieso, dass er stirbt, dass der würde nicht mal die Macht abgeben. Das heißt, wir müssen ihn gar nicht töten eigentlich. Na egal. Wir werden es dann sehen, ne? Also, bis zum nächsten Mal.